Das torreichste Team gegen die beste Abwehr. Heute finden wir heraus, wer sich in diesem Duell durchsetzen kann. Gleich geht's hier los, live bei EA Sports. Das lohnt sich immer, das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Zeigen Sie unsere... Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Das gewohnte Team heute an den Mikrofonen, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Da steckt einiges drin in diesem Spiel. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Also das Team mit den meisten Toren gegen die beste Defensive. Interessante Konstellation. Ich bin mal gespannt, wer sich da am Ende durchsetzen kann. Der erste FC Kaiserslautern greift heute zu dieser Aufstellung. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. So geht Hansa Rostock in diese Partie. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Und los geht's. Beim Blick auf die Taktik der Gäste können wir schon davon ausgehen, dass das Pressing auch heute das Erfolgsrezept sein soll, ne? Ja, sehe ich genauso. Und das können sie auch richtig gut. Sie machen dem Gegner immer das Leben schwer. Sie schnüren ihn ein, sie gehen sofort drauf. Immer dann, wenn der Gegner ihn ballert, dann ist Alarm. Sie geben den Ballbesitz wieder ab. Da kann er ihn stoppen. Björn Rother. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Vollmann. Nico Neidhardt. Sie unterstützen gut. Björn Rother. Schöner Spielaufbau jetzt. Abseits. Ist wohl einen Tick zu früh gestartet. Ah, wenn er einen Moment länger wartet, dann kann das was werden. So ist es abseits. Schirmt den Ball da super ab. Es ist eng, keine gute Ballannahme, aber hat erstmal weiter den Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da ist die Hereingabe. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Nochmal die Wiederholung des Tors. Da kommt zunächst die Flanke und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Da ist die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus. Oh.
Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Auch auf den Rängen ist heute einiges los, Buschi. Und wir können nur hoffen, Sie hören das zu Hause an den Geräten. Da ist die Chance. Wenn der drin ist, dann bauen Sie die Führung hier weiter aus. Aber Sie nutzen diese Chance eben nicht. Die Frage ist, ob sich das im weiteren Spielverlauf noch rächt. Unglaubliches Staunen auch am Spielfeldrand. Klar, das war eine Riesenchance, aber nix ist es, kein Tor und er kann sich noch nicht entspannen. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene technisch. Die Gefahr ist erstmal bereinigt. Könnte gefährlich werden. Den Ball kann er klären. Da mit viel Übersicht. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Dem Rasen macht der Regen heute nichts aus. Da gibt es ja mittlerweile Mittel und Wege. Aber ich bin gespannt, wie sich das Wetter auf das Spielniveau auswirkt. Ja, auf jeden Fall schwierige Bedingungen. Gilt aber für alle Akteure. Also beide Mannschaften müssen damit klarkommen. Jetzt kommt die Ecke. Schade, Ball ist weg. Sehr effektiv, dieses frühe Pressing. Verhögt. Björn Rother. Und da verlieren sie den Ball. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Gut den Ball verteidigt. Sie laufen diesem knappen Rückstand hier weiter hinterher. Guter Spielaufbau jetzt. Ist hier immer noch am Ball. Chance zum Konter jetzt. Guter Ball nach draußen. Jetzt in der Anspielstation. Klasse Technik. Gut den Ball verteidigt. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Schöner Spielaufbau jetzt. Jetzt wird's gefährlich. Der Ball ist drin, der Treffer zählt, Ausgleich. Wir blicken noch mal kurz auf diesen Treffer. Sie bauen geduldig auf. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen.
Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Ritter. Ah, sie verlieren den Ball. Verhoeven. Der landet beim Torwart. Björn Rother. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Die Defensive steht. Und Ballverlust. Gute Chance für eine Flanke. Björn Rother. Guter Vorstoß, kann was werden. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Er passt ihn auf den Flügel. Was für eine Chance! Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen klasse Keeper aus, ein echter Rückhalt. Ecke kommt in den 16er. Vollmann. Björn Rother. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Es geht mit Abschluss weiter. Schauen wir doch noch mal auf das Tor von eben. Schönes Tor, klasse Abschluss. Und da ist der Ball wieder weg. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Den Ball spielt er raus. Weiter geht es mit einem Einwurf. Björn Rother. Ball ist jetzt wieder weg. Da haben sie jetzt den Ball. Jetzt das Anspiel auf den Flügel. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Sie gehen hier dazwischen, holen sich den Ball. Schöne Aktion. Möglichkeit zur Flanke. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Guter Vorstoß jetzt. Schöner Spielaufbau. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Macht er gut. Stark gemacht, das könnte was werden.
Ein langer Ball hat hier zum Erfolg geführt. Da rümpfen natürlich viele so ein bisschen die Nase. Altmodisch heißt es dann, aber wer trifft, hat recht. So kann es gehen. Schnell nach vorne gespielt. Schnörkellos und dann ist der Treffer da. Hier nochmal die Wiederholung. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Chance vertan, die Kugel ist weg. Zimmer. Schöne Flanke jetzt. Jetzt wird's gefährlich. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Björn Rother. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Das könnte die Chance werden. Und jetzt die Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Die erste Hälfte war klasse. 3:1 steht's. Es gab einige Torraumszenen. Darf gerne so weitergehen. Das war's für den ersten Durchgang. Jetzt erstmal Pause. Und los geht's. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da ist die Hereingabe. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Wenn der drin ist, dann bauen sie die Führung hier weiter aus. Aber sie nutzen diese Chance eben nicht. Die Frage ist, ob... Schöner Spielaufbau jetzt. Der Ball ist drin, der Treffer zählt, Ausgleich. Was für eine Chance! Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen Klang. Macht er gut, stark gemacht, das könnte was werden. Ein langer Ball hat hier zum Erfolg geführt. Da rümpfen natürlich viele so ein bisschen die Nase, altmodisch heißt es. Und jetzt die Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen.
Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Der Verteidiger stört ihn. Götze. Guter Pass. Zimmer. Guter Pass jetzt. Hereingabe geht darüber an den langen Pfosten. Wird Einwurf geben. Chance zur Flanke jetzt. Klasse Chance jetzt. Ein fantastischer Treffer. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Erst läuft der Ball richtig gut und dann ist es wunderbar gemacht. Ganz flacher Ball, wuchtig platziert. Keine Chance für den Keeper. Klasse Tor. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Björn Rother. Nico Neidhardt. Nee, nicht gut gespielt. Ball geht ins Aus. Götze. Ritter. Ballverlust. Nico Neidhardt. Björn Rother. Ja, der Schuss jetzt. Dieses Mal hat er den Ball. Guck doch mal, er kann's doch. Ganz wichtiges Erfolgserlebnis für den Torwart. Bisher war es ja noch nicht sein Spiel. Einer der wichtigsten Gründe für diese klare Führung ist die Chancenverwertung. Die ist natürlich überragend. Der Trainer mit Sicherheit zufrieden. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Vielleicht die Konterchance. Toller Pass. Die Gelegenheit. Sah durchaus nicht ungefährlich aus. Gut geklärt. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Ecke kommt rein. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Björn Rother. Er will jetzt den Ball. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Jetzt vielleicht. Anspiel kommt gut. Der Schuss.
Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Er lässt die Karte noch mal stecken, gibt ihm aber ein paar Worte mit auf den Weg. Und jetzt muss er sich zurückhalten. Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden. Kann den Elfer nicht verwandeln. Keeper ist zur Stelle. Ein Elfmeter zu halten ist nicht nur Glück. Da geht es auch um richtig gute Reflexe auf der Linie und um Antizipation. Außerdem kennen richtig gute Keeper auch das wahrscheinliche Schussverhalten des Schützen. Da hat der Keeper den Schützen ausgeguckt und klasse reagiert. So, Ecke kommt. Vollmann. Unglaubliche Parade. Es gibt einen Wechsel. Jetzt kommt der Wechsel. Nicht mehr im Spiel. Die Nummer 7. Marlon Ritter. Neu auf dem Feld, die Nummer 8, Nicolas Sessa. Ecke kommt. Schade, Ball ist weg. Jetzt können sie den Angriff starten. Ganz stark abgeblockt. Sie holen sich den Ball. Gut gespielt. Ist das ein tolles Tor? Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Volley-Tore sind immer sehenswert. Und deshalb gucken wir auch noch mal in aller Ruhe in der Wiederholung drauf. Da ist der Ball. Und dann wird nicht lange gefackelt. Drin das Ding. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4:2. Lužek. Ball bis jetzt verloren. Starke Aktion, verteidigt hier den Ballbesitz. Sie geben den Ball ab. So, was machen Sie draus? Er schirmt den Ball ab. Björn Rother. Verhöhlt. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Gut den Ball verteidigt. Den Ball will er nicht hergeben. Sie wollen verkürzen. Kann er was draus machen? Chance zur Flanke jetzt. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Jetzt Eckball.
Lužek. Wird's jetzt gefährlich? Und da ist der Ball wieder weg. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Und jetzt wechselt er gleich doppelt aus. Schießt er ihn rein. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Da war er deutlich im Abseits. Eindeutig stand er da im Abseits. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Schöner Einsatz. Wichtig, dass Sie da klären. Jetzt können Sie einwerfen. Wird da eine Chance draus? Jetzt kommt der Wechsel. Götze. Klasse Pass. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Götze. Der Ball läuft gut heute bei Ihnen. Ja, und Sie bieten sich auch immer wieder gut an. Das macht richtig Spaß zuzugucken. Björn Rother. Vollmann. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Noch geben Sie hier nicht auf. Sie wechseln offensiv. Ich bin gespannt, ob Sie mit ihm und durch ihn die Niederlage abwenden können. Da haben Sie jetzt Platz. Gute Chance für eine Flanke. Sieht gefährlich aus. Und jetzt ein Schuss. Schön abgeblockt. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Weiter gefährlich hier. Björn Rother. Ist hier immer noch am Ball. Ja, setzt gut den Körper ein. Schöner Pass. Jetzt vielleicht. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingehechtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Jetzt kommt die Ecke. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Björn Rother. Guter Einsatz, das war wichtig. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Die letzten 2 Minuten sind angebrochen. Das könnte was werden. Ah, da geben Sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Eckball. Jetzt die Ecke. Ball landet beim Gegner.
Die Nachspielzeit läuft. 4 Minuten sind angezeigt. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Guter Vorstoß, kann was werden. Gefährlich! Lange Flanke. Können Sie diese Ecke jetzt vielleicht nutzen? Ecke kommt in die Mitte. Da ist das Tor und damit sind sie in dieser Schlussphase fast wieder dran. Eins fehlt noch. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Ausgangspunkt ist der Eckball und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Also die Zuschauer dürften Spaß haben. Wir sehen hier heute richtig viele Tore. Beide Teams offensiv voll da. Die Angriffsstärke der Gastgeber, die kann man eigentlich nicht genug loben. Also toll. Sie haben offensiv heute absolut überzeugt. Waren extrem effektiv. Damit ein mehr als verdienter Heimsieg. Und los geht's. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da ist die Hereingabe. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Wenn der drin ist, dann bauen sie die Führung hier weiter aus. Aber sie nutzen diese Chance eben nicht. Die Frage ist, ob... Schöner Spielaufbau jetzt. Der Ball ist drin, der Treffer zählt, Ausgleich. Was für eine Chance! Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet ein... Macht er gut, stark gemacht, das könnte was werden. Ein langer Ball hat hier zum Erfolg geführt. Da rümpfen natürlich viele so ein bisschen die Nase, altmodisch heißt... Und jetzt die Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Chance zur Flanke jetzt. Klasse Chance jetzt. So, Ecke kommt. Vollmann. Unglaublich.
unglaubliche Parade. Gut gespielt. Ist das die Chance? Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingehechtet, hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt. Ecke kommt in die Mitte. Da ist das Tor und damit sind sie in dieser Schlussphase fast wieder dran. Eins fehlt noch.